Prost! Der heutige GameCube Friday wird euch präsentiert vom billigen Rewe Ginger Ale, gemixt mit Jameson Whisky. Ich wünsche euch was. Alles Gute. Hoch die Taschen. Virtua Striker 3, Version 2000. Ja, die Dreamcast-Version kann ich mich auch nicht dran erinnern, das gezeigt zu haben, aber egal. Ich finde die Reihe ja ganz cool, die Virtua Striker-Reihe, aber sie ist sehr schwer, also gegen den Computer zu spielen. Das macht nicht so richtig Bock, würde ich sagen. Das sind echt geile Arcade-Fußballspiele, aber gegen den Computer, ist es nicht so richtig geil, würde ich sagen. Ja, doch, ich glaube, ich habe den Teil hier mal gezeigt, aber ist ja egal. Ich könnte mich ja so ärgern, als die neue He-Man-Serie angekündigt wurde. Da habe ich so ein Poster gefaked. Zu Shin Gingano Masters. Also ich habe das Poster der Serie genommen und dann einfach unser pseudo-japanisches Logo drauf geknallt. Und jetzt ärgere ich mich. Eigentlich hätte ich da auch so einen Clip machen müssen. Ich hätte den Netflix-Trailer nehmen müssen und dann hätten wir das in Anführungsstrichen auf Japanisch synchronisieren sollen. Aber keiner von uns hat dran gedacht. Nö, ich mag Schöfferhofer Grapefruit. Ich finde, das ist super. Ich mag auch sehr gerne das Alkoholfreie. Mädchenbier. Scheiß drauf. Hier Fußball. In den USA gilt Fußball als Mädchensport. Was sagt ihr dazu? Toxische Männlichkeit am Arsch. Grand Stadium. Was hast denn du für ein Eiskugel? Geil, ne? Alles eingedeutscht, aber Germany steht da. Nicht Deutschland. Lassen wir einfach so. Ich begrüße auch die anderen im Chat. True German Nerd habe ich gesehen, ist da. Und ich will ja niemanden vergessen. Ich scroll mal eben nach oben. Shino und Mr. Situation, ich grüße euch. Bananasplit, Erdbeerschoko und Salted Karamell. Na, kriegst du hoffentlich keinen Bauchweh. Boah! Komm her, du. Ruhig Blutbrauner, ist ja gut. Free Kick. Direkt umgewämst. Oh. Nix da. Oh, was? Oh, Junge! Also, ich bitte dich. Rot. Ja, gelb, ey, ganz klar. Free Kick. Oh, einfach mal drauf gesammelt. Ich muss aber sagen, er spielt sich wesentlich besser, der Teil, als der Dreamcast-Teil. Was? Nein! Einfach den Torwart umsemmeln.
Oh! Wie macht man denn Kopfball? Ja, okay. Das war ein bisschen hart. Ja, ja, habe ich verdient. Geil, die Animation, wo die sich die Nüsse halten. Was war das denn, ey? Ach, die stehen aber auch echt immer beschissen. Das war auch im Dreamcast-Teil so. Immer wenn man eine fette Flanke macht, stehen die einfach beschissen, deine Leute. Also von Manndeckung haben die noch nie gehört hier. Injury time. Ah, naja. Verletzungszeit haben die das echt genannt. Das gibt's ja nicht. Welche Idioten haben das denn übersetzt? Wenn in einem Fußballspiel Injury Time steht, dann ist doch klar, dass man das nicht mit Verletzungszeit übersetzt. Alter Falter, ey. Das macht ja sogar Google besser. Ja, ich glaube auch Yu-Gi-Oh! Oder PES, ja. Also, die Remaster von Metal Gear Solid 1 bis 3, da ist wohl was dran. Aber es soll ja, also das soll nicht gezeigt werden auf der Tokyo Game Show. Das haben sie ja schon gesagt. Oder das sind die Gerüchte zumindest. Ich mache das jetzt so lang, bis ich den Ball hab. Oh, come on. Sehr gut, guter Mann. Corner kick. Alter. Nein. Throw in. Was für ein Idiot. Alter, warum gehen denn meine Leute da nicht ran? Ach, leck mich, abseits. Abseits versteht niemand, abseits gibt's nicht. Der war doch dran. Was für ein Honk. Eigentlich ist nur die KI richtig scheiße. Ja, ist klar. Also, die Steuerung und alles ist erheblich verbessert gegenüber dem Dreamcast-Teil. Aber die KI ist nach wie vor einfach für den Arsch. Man macht einen Pass oder was weiß ich und da steht entweder niemand oder die Leute müssten hinrennen und machen es nicht. Und wenn man einem den Ball abnäht, stehen die da auch doof rum. Das hat Sega auch schon besser hinbekommen mit Worldwide Soccer. Allerdings weiß ich nicht, welches Team das war. Hier Virtua Striker ist ja Spielhalle. Und, Alter, leck mich doch am Arsch, da auch. Mein Mann klebt an dem Typen dran. Und er macht nichts. Da, wo ist denn da die Manndeckung? Und schön getunnelt. Man kann auch nicht sprinten, das finde ich auch scheiße. Aber damit könnte ich mich arrangieren. Leck mich. Lecke er mich. Zack. Und der nächste. Jawohl. Und wenn ich sie alle umbringe, irgendwie gewinne ich. Free kick. Also ich sag ja, die zeigen Bloody Roar auf der Messe. Da, seht ihr das? Ich habe ihm den Ball abgenommen.
Und meine Leute stehen einfach blöde rum. Da, schon wieder. Jawohl, kick einfach, kick raus. Ja, wahrscheinlich wird's... Was machst du denn? Ich drück doch nach links. Wahrscheinlich wird das, wie gesagt, Pro Evolution Soccer oder nee, das hat doch jetzt einen neuen Namen, oder? Das heißt doch irgendwie anders, glaube ich, jetzt. Och, ich hab den doch kaum berührt. Ja, E-Football, ich glaube auch. Das war aber knapp, schön die Flasche rumgewämst. Cooles Detail, das mit der Flasche. Und das Spiel ist von wann? 2003? Ziemlich cool. Ah, das wäre die Chance gewesen. Da stand niemand mehr. Da stand niemand mehr. Ja, neues Bomberman haben sie ja schon angekündigt. Das kann es nicht sein. Und sowas Großes wie Metal Gear, Silent Hill oder Castlevania, das wird's wohl nicht. Oder, die Gerüchte stimmen nicht. Und es wird tatsächlich doch das Remaster von Metal Gear 1 bis 3. Metal Gear Solid 1 bis 3. Wobei ich mich da ja frage, wie remastern die Metal Gear Solid 1? Also ein PlayStation 1 Spiel einfach zu remastern, das bringt's ja nicht. Wir müssten ja eigentlich die GameCube-Version nehmen und ich glaube, rechtlich ist das nicht so einfach. Ich probiere noch einmal. Komm gegen die Fidschi-Inseln. Twitch Minute, du hast verpasst, wie ich Australien 5:0 geschlagen habe. Komm, lassen wir einfach so. Stefan Keller im Tor, der wird's reißen. Germany versus Fiji. Kickoff. Ja, ich glaube auch, dass Nintendo da irgendwie Halbrechte daran hat. Oder vielleicht hat sich Working Designs da irgendwie irgendwas bedient. Die hatten ja da diese Klage mal am Laufen. Und vielleicht will sich da niemand mit den Fingern verbrennen. Und deswegen... Aber man weiß es nicht. Oh! Ich dachte, wenn ich von da drauf baller, erwische ich zumindest das Tor. Ey, warum denn dahin? Oh, was ist das denn? Freunde der Nacht hier. Ach, shit, ich wollte gerade passen. Hey Sirdan, grüß dich. Du bist in einem Streets of Rage Match. Wie muss ich mir das vorstellen? Spielst du den Zwei-Player-Modus gegeneinander? Ja, aber Chrono Cross und Saga Frontier, die haben den Vorteil, korrigier mich gern, dass die vorgerenderte Hintergründe haben. Davon abgesehen waren die Remaster auch nicht gut.
Boah, hier. Boah, was für ein Kampf. Mit dem Hund als Schiri? Was? Ich kann nicht... Was ist das denn? Ich kenne kein Fußballspiel mit dem Hund als Schiri. Oh, komm, ey. Was für eine Lusche. Hängt das Tor doch bitte 2 Meter höher, dann treffe ich ja auch. Ich sag ja Manndeckung. Manndeckung ist hier nicht so die Sache der Spieler. Ah. Ich versuche seit Ewigkeiten, International Superstar Soccer zu kriegen für PlayStation 1. Und damit meine ich nicht das 3D-Spiel. Es gibt ja das 2D-Spiel. Das gibt's auch für PlayStation 1. Das versuche ich die ganze Zeit zu kriegen. Habe ich noch nie gefunden. Nein, was machst du denn? Du bist ja ein Otto, ey. Zack. Nochmal umgewämst. Aber das 0-0 gehalten. Irgend so ein Typ mit der komischen Nase, okay. So, jetzt kommt Günther Netzer und erzählt erstmal, was alles falsch läuft bei mir. Die Fijianer schlagen sich gut gegen eine überraschend überrumpelte deutsche Mannschaft. Wer braucht da die WM in Katar? Oh komm, warum steht denn da keiner? Schöne Flanke und dann steht da keiner bereit für einen Kopfball. Ich drück den doofen Knopf und nichts passiert. Throw in. War ich nicht. Da lag eine Bananenschale, ich hab nichts gemacht. Oh, come on! Alter, da lag eine Bananenschale, ich hab's genau gesehen. Rote Karte, also bitte. Was machst du? Dafür hat er eine rote Karte verdient. Ballert er das Ding einfach weg und dann lassen sich 5 Leute von einem überrumpeln. Was zum Teufel ist denn da los? Wo ist denn die KI da? Guck dir das mal an. Aber schön rund ist der Ball. Da auch wieder die KI, ey. Ich weiß, ich schiebe alles auf die KI, aber es ist leider so. Klar, ich kann das Spiel nicht gut und alles. Aber die KI ist einfach rotze Scheiße. Ja, keine Intelligenz. Oder die KD, die künstliche Dummheit. Torwart würde ich gerne mal. Oh, aber schön sah es aus.
Ich frage mich, ob es wirklich irgendwie so ein, naja, nicht Geheimtipp, aber wirklich eine gute Taktik gibt, hier in dem Spiel Tore zu machen. Gegen diesen Computer und die künstliche Dummheit deiner Mitspieler. Throw in. Sehr gut, genau zu dem wollte ich. Ja gut, dass es nur ein Freundschaftsspiel war, ne? Nicht das Finale in Katar. Das war ja was gewesen, Freunde. Deutschland gegen die Fidschi-Inseln in Katar. 1-0. Da wäre wohl die Selbstmordrate in Deutschland in die Höhe geschossen. Prost! Ach, mit dem Ball ins Tor! Ich dachte, ich muss so viele umbringen wie möglich. Okay, das, ja... Jetzt, das ergibt natürlich Sinn. Ich mag's trotzdem. Eines der letzten großen Arcade-Fußballspiele gibt's heute überhaupt nicht mehr. Wir haben FIFA und eFootball. Und das ist alles andere als Arcade. Und dann heute auch noch durchzogen von irgendwelchen Free-to-Play, Pay-to-Win, Lootbox-Scheiße, was weiß ich, Ultimate-Team-Gewichse. Vergesst es. Nichts für mich. Und ich weiß, im Indie-Bereich gibt es einige Spiele, die ein bisschen arcadig sein wollen, aber ehrlich gesagt, ich finde, die sehen alle scheiße aus. Das sieht alles... Also, jetzt nichts gegen die Entwickler. Das ist immer noch Indie und wahrscheinlich so ein Ein-Mann-Projekt, aber vieles, wo dann steht, ja, hier, Arcade, Soccer, bla bla, gucke ich mir an auf den Screenshots und denke, was ist das denn? Was soll ich denn damit assoziieren? Das sieht nicht aus wie ein geiles Fußballspiel zur 16-Bit-Zeit. Das sieht nicht aus wie ein geiles Fußballspiel zur 32- oder 64-Bit-Zeit. Das sieht einfach nach keine Ahnung, PC-Shareware 1993 aus. Sowas will ich doch nicht spielen.